Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite her. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass hier jemand ein sehr komplexes Vertragskonvolut erklärt hat. Es wäre einer Ministerin unmöglich, diese Details zu erläutern, ohne nicht sofort mediale Schelte zu bekommen. Das heißt, ein Dankeschön. Es sind doch relativ viele davon betroffen. Es ist das Schweizer Abkommen eine Spur einfacher, weil dort wir nur die Konten im Auge gehabt haben, nicht so sehr die anonymen Konstruktionen. Umgekehrt, in Liechtenstein waren es nicht die Konten, die im Vordergrund standen, sondern eben diese Konstruktionen, die ja doch von vielen Österreichern auch gewählt worden sind. Sie kennen die Debatte darum, da gibt es die einen, die sagen Skandal, Skandal, weil damit werden Steuerflüchtlinge amnestiert. Und ich sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber spät, aber doch, jeder verlorene Sohn ist mir willkommen, wenn er wieder nach Hause kommt. Und die nicht nach Hause kommen, von denen wollen wir zumindest eine Abgeltung haben und dann die laufende Besteuerung. Da haben wir ein System gewählt, sowohl mit der Schweiz als auch mit Liechtenstein, das sich orientiert am Quellensteuersystem. Das heißt, an der Quelle setzen wir an und ich kriege das Geld sofort. In Europa wird derzeit intensiv das gegenteilige System diskutiert, nämlich der Informationsaustausch. Also es fließt kein Geld, es werden nur Informationen ausgetauscht. Und ich habe schon mehrmals laut erwähnt, dass mir Milliarden an Euro lieber sind als Milliarden an Daten. Und daher bekenne ich mich zu diesen beiden Abkommen und kämpfe nach wie vor darum, dass wir das auf europäischer Ebene nicht verlassen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Hinblick auf unsere Gesamtsituation. Haben Sie gewusst, dass das österreichische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wesentlich höher ist als das von Deutschland? Hätte ich Sie gefragt, ich bin überzeugt, viele hier im Saal hätten gesagt, na, die Deutschen sind besser. Aber wenn man sich das anschaut, dann erkennt man, dass wir im internationalen Vergleich ausgesprochen gut dastehen. Rund um uns sind sie alle wesentlich schwächer. Speziell die Nachbarn im Osten haben ein sehr niedriges Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Die Länder, die auf Finanzmärkte gesetzt haben, sind dann noch über uns, gar keine Frage. Luxemburg beispielsweise, Niederlande, Irland, das hat im Bruttoinlandsprodukt, die Finanzmärkte dort haben ja einen großen Anteil an ihrer Gesamtleistung, das hat dazu geführt, dass eben hier die Länder Irland, Luxemburg noch über uns sind. Wir haben auch ein besseres Wachstum als alle rund um uns, besser als die EU. Die letzte Prognose war ja ein bisschen schlechter noch als hier steht. Man erwartet ja heuer bei der EU, bei den EU27 ein Minus vorne. Österreich wird hoffentlich 1% erreichen, aber auch bei uns gibt es manche Institute, die meinen, es wird nur 0,8 sein. Das ist nicht berauschend, aber besser als alle rund um uns. Auch wenn Sie in den Medien immer von der großen Armutsgefährdung in Österreich reden, die Fakten sprechen eine andere Zahl im Hinblick auf die Sparquote. Im Durchschnitt können sich die Österreicherinnen und Österreicher von ihrem Einkommen 9% weglegen. Also die große Armut im internationalen Vergleich kann ich hier nicht erkennen. Und wo die vereinzelte Armut ist, da bemühen wir uns, durch Umverteilung auszugleichen.
Auf was wir stolz sein können, ist die geringe Jugendarbeitslosigkeit. Gibt es zwei gravierende Elemente, die das System tragen, das andere Länder so nicht kennen. Einerseits die duale Ausbildung, Lehrlingssystem, wo in der Praxis und mit Schule die Jugend gemäß den Bedürfnissen des Marktes in allen Branchen, die wir haben, ausgebildet werden. Und das zweite System, das wir haben, das auch nicht vergleichbar ist mit anderen Ländern, sind unsere berufsbildenden höheren Schulen, wo in Wirklichkeit die Maturanten mit Berufsqualifikation herauskommen und gleichzeitig die Berechtigung haben, zur Universität zu gehen. Wir haben dieses System im Sekundärbereich, das heißt im mittleren Bildungssegment. In anderen Ländern wären das alles schon Baccalaureat-Studenten und wären im tertiären Bereich. Weil in anderen Ländern hat man eine mittlere Reife mit 17 und baut dann darauf Fachhochschule oder Ähnliches erst auf. Und die sind nicht so in dem Ausmaß erfolgreich, wie wir mit unseren berufsbildenden höheren Schulen. Die gibt es inzwischen in allen Branchen, von Handelsakademie und HTLs technischer Natur bekannt. Die HTLs in allen Bereichen vom Holz, Flugzeugbau, Elektrotechnik, Mechatronik etc. Aber wir haben solche berufsbildenden höheren Schulen inzwischen auch im Sozialen. Im Tourismus war es bekannt, unsere Tourismusschulen bilden weltweit Touristiker aus. Das heißt, hier haben wir zwei Dinge, die wir nicht so leicht über Bord werfen sollen und die versuchen wir auch unseren europäischen Partnern näher zu bringen, um deren Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen zu können. Denn die Jugendarbeitslosigkeit ist in Europa derzeit das größte Problem. Gerade wenn die Jugend uns verloren geht, weil sie nicht in den Arbeitsprozess gelangt, dann ist das die Armut von morgen. Weil dann haben sie nicht einbezahlt, dann ist das ein Manko für ihre Pensionen, für die sozialen Netze etc. Daher muss Europa sich hier besonders anstrengen und wir wollen gerne mithelfen. Ich bedanke mich bei all jenen, die Steuern zahlen. Treuhändisch bekomme ich das Geld und hier können Sie erkennen, wofür wir es verwenden. Gleich knallrot die Zinsen der Staatsschulden. Das ist natürlich eine Investition in die Vergangenheit. Der Finanzsektor freut sich, aber er nimmt uns den Gestaltungsspielraum für die anderen Bereiche. Der zweite große Bereich, die Zuschüsse zu den Pensionen. Also nicht das, was Sie in die Pensionskassen einzahlen oder in die BVA oder im Hinblick auf Ihre Vorsorgen. Nein, das sind die Zuschüsse, die wir geben. Das heißt, es bekommen die Menschen in Österreich die Pensionen einerseits vom Angesparten oder von dem Geld, das die jetzige arbeitende Bevölkerung einzahlt, und von den Steuerleistungen. Und diese Steuerleistung steigt massivst dynamisch an. Beispielsweise haben wir heute im Parlament den Pfad bis 17 diskutiert, also 2017 sind die Zuschüsse dann schon 11,2 Milliarden, also um 1,2 Milliarden mehr. Und das steigt kontinuierlich. Es ist auch nicht richtig, dass das ganze Geld die Landwirtschaft bekommt. Also die Landwirtschaft ist das schmale Ockerfarbene mit 2,6 Milliarden, die ÖBB das Lachsfarbene mit 4,3 Milliarden. Das ist auch ein Vorurteil, das da immer wieder kultiviert wird, das sich so nicht bewahrheitet. Viel Geld bekommen die Länder. Im Finanzausgleich geht es ja darum, dass bei den Einnahmen die Länder grundsätzlich selber Einnahmen haben, über beispielsweise die Grundsteuern, aber von allen anderen Steuern ein Drittel bekommen. Das muss erwirtschaftet werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren,
Dass wir im Gleichgewicht leben in unserem Wohlfahrtsstaat, muss man ständig makroökonomisch im Auge haben. Wir haben derzeit 3,4 Millionen Menschen, die ihr Geld in der Privatwirtschaft im rauen Wind des Wettbewerbs erwirtschaften. Und wir haben 3,2 Millionen Menschen, die ihr Geld im geschützten Bereich vom Staat erhalten. Daran können Sie erkennen, dass wir einen sehr, sehr hohen Staatsanteil haben und andererseits, dass wir höllisch aufpassen müssen, dass dieses System nicht kippt. Weil es muss ja erwirtschaftet werden, was man dann verteilt. Und wie gehe ich jetzt vor, dass makroökonomisch der Staatshaushalt, die Finanzen, die Verteilung stabil aufgestellt ist? Ich habe mit dem Koalitionspartner bei den Verhandlungen zum Pfad, zum Stabilitätspakt, außer Streit gestellt, dass wir nichts tun, was das Wachstum gefährdet, nichts tun, was Arbeitsplätze kostet, dass wir nichts tun dürfen, was die Investitionsneigung dämpft, die Kaufkraft soll erhalten bleiben und wir wollen nicht die Inflation anheizen. Da haben alle positiv genickt und haben gesagt, ja, natürlich machen wir. Ganz klar, dieses Atomium muss man beachten. Nur immer dann, wenn es um die konkreten Maßnahmen ging, habe ich dann dieses Atomium herausgezaubert. Also, Vorschläge, die Substanz von Betrieben mit einer Vermögensteuer zu belasten, das hemmt die Investitionen, das kostet Arbeitsplätze. Und solche Vorschläge kann ich nicht brauchen, wandern in den Papierkorb. Oder beispielsweise Vorschläge, naja, ich möge die Mehrwertsteuer erhöhen, kommen genug Milliarden herein und dann haben wir kein Problem mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heizt die Inflation an, das geht zulasten der Kaufkraft, daher auch ab in den Papierkorb. Wie sind wir jetzt nun vorgegangen? Wir müssen beachten bei allem, was wir tun, dass wir nicht eine Insel der Seligen sind. Auch wenn es uns besser geht als allen rundherum, so müssen wir täglich darum neu kämpfen. In Österreich haben wir den Weg eingeschlagen, Budgetdisziplin und Offensivmaßnahmen, damit wir das Wachstum nicht dämpfen. In der Europäischen Union sind wir um unsere Währung bemüht und wir üben auch Solidarität mit denen, denen es schwierig geht. Und international, wir sind eine offene Volkswirtschaft, wir haben einen hohen Exportanteil. International müssen wir schauen, dass wir im Wettbewerb realisieren und dass wir unser Wirtschaftswachstum aus dieser Exportsituation auch mitschöpfen. Das heißt, zu Hause unsere Hausaufgaben, Budgetdisziplin durch eine Reformagenda, nicht durch Rasenmäher über alles drüber, weil es ist schon ein Unterschied, wo setze ich an. Und dann auch ganz aktiv investiert in die Zukunft. Das führt uns bis 2017 zu einem kleinen Überschuss und hilft, ab dem nächsten Jahr die Schuldenquote zu senken. Wir sollten im Jahr 2020 unter 60% Schuldenquote haben. Der ursprüngliche Pfad, das sind die beigen Balken, waren der Pfad nach Leupersdorf. Da hat es mit großer Begleitmusik eines Sparpaketes so ausgesehen, als würden die Menschen es nicht verkraften, wenn der Sparkurs eingeschlagen wird. Und trotzdem hat dieser Pfad damals noch keinen Schuldenabbau signalisiert, sondern nur eine Dämpfung in der Schuldenkurve. Wir haben aber gemeinsam mit den Ländern einen Stabilitätspakt geschlossen. Wir haben die Schuldenbremse in der Verfassung nicht verankern können, weil keine einzige der Oppositionsparteien sich bereit erklärt hat. Daher haben wir es
Pflichtfach gesetzlich gemacht. Wir haben auch das Spekulationsverbot nicht in der Verfassung verankern können, weil keine Oppositionspartei Verantwortung übernommen hat, da die Mehrheit herzugeben. Aber mit Disziplin und klaren Vorgaben ist uns das gelungen. Das 12er-Jahr haben wir ja schon mit einem Defizit abgeschlossen, das besser gewesen ist, als wir erwartet haben, obwohl uns die Banken fast 1% Defizit gekostet haben. Wie sind wir nun vorgegangen? Wir haben uns angeschaut, und das würde jeder Unternehmer genauso machen, wo sind die großen Kostentreiber, wo explodiert es, wo galoppiert es uns davon? Einerseits bei der ÖBB, und da meine ich nicht die Infrastruktur. Ich bekenne mich dazu, dass diese Generation natürlich Verantwortung hat, öffentliche Infrastruktur zu errichten, damit die Folgegenerationen auch etwas davon haben. Ich meine hier den operativen Betrieb. Es zeigt uns die Deutsche Bahn, dass man den operativen Betrieb sehr wohl gewinnbringend führen kann. Das ist uns bei der ÖBB noch nicht gelungen. Dort haben wir das Problem der Frühpensionen. Es ist also nicht richtig, das hat der Abgeordnete Haberzettel im Parlament korrigiert. Er ist zum Rednerpult gegangen und hat gesagt, ich möchte eine tatsächliche Berichtigung anbringen. Es ist nicht richtig, dass die ÖBBler im Durchschnitt mit 52 Jahren in Pension gehen. Richtig ist vielmehr, sie gehen mit 54. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das kostet natürlich. Sie haben ja gesehen, die Zuschüsse zu den Pensionen. Das heißt, die Frühpensionen, die wir haben, können wir uns in dieser Dimension, wie das in der Vergangenheit jetzt gepflogen wurde, nicht mehr leisten. Wir müssen das faktische Pensionsantrittsalter hinaufbringen, näher zum Gesetzlichen. Wenn hier die Kostentreiber Pensionen stehen, meine ich nicht die Pensionisten, die in ihrem wohlverdienten Ruhestand sind. Nein, ich meine jene, die glauben, mit 50 sich schon verabschieden zu können in die Pension, mit 55 gehen zu wollen. Und da ist es nicht so, dass die Arbeitgeber die Sklaventreiber wären, die die Menschen so ausrackern, damit sie alle arbeitsunfähig in die Invaliditätspension entschwinden. Weil wir sind natürlich Weltmeister der Invaliden. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Invalide, Pensionisten wie bei uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die meisten Invaliditätspensionisten kennt der öffentliche Dienst. Und jetzt ist das Dienstrecht der Beamten auch nicht so dramatisch grauselig, dass es notwendig wäre, dass die alle in die Hacklerpension gehen, in die Frühpension. Daher hat Minister Hundstorfer ja ein Modell vorgeschlagen, dass man in die Invaliditätspension vor dem 50. Lebensjahr nicht mehr gehen kann. Wenn man krank ist und nicht arbeiten kann, weil man was hat, dann hat man Anspruch auf Therapie. Dann gehört man ins Gesundheitssystem. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht gerechtfertigt, dass ein 28-jähriger Giftler als Frühpensionist zu Hause herumliegt und dann auf sein weinendes Kind eintrischt, bis es tot ist. Fall in Vorarlberg, der Kevin. Das war so ein Frühpensionist, den alle sie bezahlt haben. Der kehrt auf einen Zug, ich meine, jetzt ist er im Gefängnis. Ja? Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht nicht an, dass junge Menschen, auch wenn sie krank sind, sich in die Frühpension verschüssen. Da haben wir ein strukturelles Problem. Nicht so ein schlechtes Gesundheitssystem, keine Sklaventreiber als Arbeitgeber, sondern ein strukturelles Problem. Und das System schaut jetzt so aus, dass vor dem 50. Lebensjahr man in
den Krankenstand muss und auf Therapie und man nicht in Invaliditätspension gehen kann. Und bevor man in die Invaliditätspension gehen kann, muss man auf Therapie, Reha und so weiter geschickt werden. Hat man einen Anspruch darauf? Und das halte ich für den richtigen Weg, dass wir sukzessive kommen zu einer Lösung in Richtung faktisches Antrittsalter wird erhöht. Dann haben wir auch noch so ein strukturelles Problem. Das sind die Förderungen. Also was hat sich mein Vorgänger Sepp Bröll anhören müssen, als er die Transparenzdatenbank vorgeschlagen hat? Nämlich Skandal, Skandal, das führt zum gläsernen Menschen. Und wo kommen wir da hin, wenn das in einer Datenbank veröffentlicht wird? Und es gab Widerstände im Parlament. Das erste Gesetz ist ohnehin so niederbürokratisiert worden, dass nichts herauskam. Inzwischen haben wir eine Novelle gemacht. Ich habe dann eine 15a-Vereinbarung mit den Ländern abgeschlossen, weil wir haben 44.000 Förderansätze auf kommunaler Ebene. Wir haben 3.200 Förderansätze auf Landesebene. Und wir haben 2.700 Förderansätze auf Bundesebene. Nicht abgestimmt, nicht harmonisiert, nicht unter einheitlichen Zielvorgaben oder Standards. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind Förderweltmeister. Kein OECD-Land kennt so einen Förderdschungel, wie wir haben. Es ist niemand hier im Raum, das traue ich mir zu behaupten, keiner, der weiß, welche Förderungen ihm eigentlich wirklich zustehen würden. Keiner weiß das doch, weil es keine Transparenz darüber gibt. Sie kennen nicht alle Förderungen, die Wien anbietet. Und wenn es von Niederösterreich einer gefahren sind, Niederösterreich hat wieder ganz was anderes. Und das ist makroökonomisch nicht klug. Und dort galoppieren uns auch die Kosten davon. Daher müssen wir bei den Förderungen zu mehr Transparenz kommen, insbesondere über die Transparenzdatenbank und dann auf Mindeststandards im Fördersystem, das heißt klare Zieldefinition, was will ich damit? Zweitens Befristung, drittens Evaluierung und Monitoring, weil wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann muss ich die Förderung abschaffen oder eben umändern. Aber bei uns ist einmal eingeführt, fast nicht mehr abschaffbar. Ja? Also beispielsweise, es ist gerechtfertigt, wenn ich eine Innovation fördere, damit sich was entwickelt. Haben wir gemacht. Elektromotoren für Fahrräder war also eine Förderkulisse vor 10 Jahren. Jawohl, Innovationsförderung. So, dann haben sie es entwickelt gehabt. Dann hat es geheißen, naja, das müssen wir aber eigentlich auch in den Markt bringen. Daher, Elektrofahrräder werden gefördert, dass der Markt sie aufnimmt. Da brauche ich natürlich Käufer, daher fördern wir die Käufer von Elektrofahrrädern. Und dann haben wir natürlich gesagt, das ist eine tolle Idee, wir sind ja für die Ökologisierung, daher fördern wir es unter der Ökologisierung. Dann die Menschen sollen mobil sein, fördern wir es unter der Mobilität. Dann Fahrradl fahren für Family ist ja auch was Schönes, also fördern wir es in der Family-Struktur. Meine lieben Freunde, ein e-wirtschaftliches Unternehmen, und das sind nicht die Armen in unserem Land, die Energiewirtschaft. Die haben das natürlich befürwortet, weil E-Bikes brauchen einen Strom, ja, super. Ja. Und die haben alle diese Förderungen eingesammelt und ihren Mitarbeitern 2 Nächte E-Bikes geschenkt. Das habt ihr bezahlt. Ja? Na, ist das klug? Ist das gescheit? Daher muss man bei den Förderungen zu mehr Transparenz kommen, die Ziele dahinter hinterfragen und wann was nimmer förderwürdig ist, politisch den Mut aufbringen, es abzustellen. Ich weiß, das ist schwer. Ja?
ich habe gerade bei der Pendlerförderung schweren Herzens, aber da fördern wir die, die in der Früh aufstehen und in die Arbeit gehen. Daher war ich auch dafür. Aber in diesem Zusammenhang habe ich dort abgeschafft, dass Pendlerpauschale für jene, die einen Dienstwagen haben und den privat nutzen dürfen. Also ich habe einen Dienstwagen, so einen Chauffeur, mir würde Pendlerpauschale zugestanden sein. Habe ich gesagt, seid ihr wahnsinnig, das gehört doch abgeschafft. Hat uns 10 Millionen gebracht, ich habe gar keine Ahnung, wie wütende, böse Briefe ich bekommen habe, weil wir diese ungerechtfertigte Förderung beseitigt haben. Aber ihr wisst, wenn ich von was überzeugt bin, dann stehe ich dazu und das halte ich für richtig. Weiter sind wir schon bei der Gesundheitsreform. Das ist ein ganz, ganz großer Wurf, der per Gesetz im Parlament schon auf Schiene ist, wo wir derzeit in der Steuerungsgruppe die Detailsteuerungen verhandeln mit den Ländern. Die Verträge müssen bis Juni stehen, das geht relativ rasch. Und wir begrenzen damit die Steigerung bei den Gesundheitskosten jährlich auf 3,5% BIP. Es gibt kein Land in Europa, das jetzt schon weiß, dass die Gesundheitskosten kontinuierlich um 3,5% steigen werden, aber gezielt gesteuert, ohne die Versorgung für die Patienten zu gefährden, sondern ganz im Gegenteil weiter auszubauen. Wir haben da natürlich auch Einsparungen im öffentlichen Dienst gemacht, auch die Politik hat bei sich selber gespart und wir haben dann gewisse Steuerlücken geschlossen. Und nun zu den Offensivmaßnahmen. Ich habe mich dazu bekannt, dass man, wenn man konsolidiert und Budgetdisziplin einfordert, einmahnt, dass man aber dann nicht eine Vollbremsung machen sollte. Bei einer Vollbremsung fliegt man durch die Windschutzscheibe. Und daher sind wir behutsam vorgegangen. Und wir haben viel Geld in die Hand genommen für die Zukunftsbereiche. Und Zukunft sehen wir Forschung, Innovation, alles, was mit Kindern zu tun hat, Schule, Ganztagesbetreuung, auch im Hinblick auf neue Mittelschule, Unterricht, aber auch im Hinblick auf eine Dynamik in der Wirtschaft, das heißt Jungunternehmer, Business Angel etc. Und Sie werden sehen, Zukunft ist auch die alternde Gesellschaft, das heißt Pflege und Gesundheitskosten für Ältere, die werden nach wie vor steigen. Mit diesem Kurs haben wir international eigentlich Zustimmung geerntet und ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, das zu tun. Auch beim Koalitionspartner. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man ein 27 Milliarden Budget aufstellt, dass man dann keine Trillerpfeiferl und keine Leute auf der Straße hat. Und das ist in guter Zusammenarbeit gelungen. Ich bin stolz, dass uns bei der F&E-Quote kontinuierlich etwas gelingt. Das ist inzwischen einer unserer größten Standortvorteile, die wir haben. Ich habe einen Industriebetrieb besucht in Oberösterreich, dessen Stammhaus in Stuttgart ist und der weltweit ein Konzern mit 80.000 Mitarbeitern ist. Und ich sage, warum sitzt euch ihr nach Oberösterreich? Und er sagt, erstens, die qualifizierten Mitarbeiter, so wie wir die Techniker, die Innovationskraft der Mitarbeiter bekommen, bekommen wir sie in keinem anderen Land rundherum. Und zweitens hat er gesagt, Österreich hat inzwischen das attraktivste Forschungsförderungsmodell Europas. Darauf bin ich stolz, weil es ist uns gelungen, ein Modell aufzustellen, das ist die Forschungsprämie, ist eine Steuererleichterung, wir haben sie angehoben, aber wir haben den Deckel von 100.000 auf 1 Million erhöht. Das hilft den Großen in ihren Forschungsabteilungen, das hilft aber auch den kleinen Unternehmen, damit sie Aufträge an ein Institut für eine Doktorarbeit, für eine Studie, für eine Grundlagenermittlung etc. ausgeben können.
Noch nicht ganz zufrieden bin ich mit dem Drittmittelanteil, das heißt, was der Staat ausgibt, hier sind wir gut aufgestellt, aber wir bräuchten doch noch größere Beträge aus dem betrieblichen Bereich. Da leiden wir ein bisschen darunter, dass ja unsere betriebliche Struktur eine klassisch mittelständische ist und wir ja nur ein paar große Tanker haben im internationalen Konzernbereich. Daher ein Dankeschön an alle, die dazu beitragen, dass wir Steuern und Abgaben bekommen, treuhändisch. Ich habe diese Folie drinnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Monat für Monat richtig berechnet wir Abgaben und Steuern bekommen von den Unternehmungen, die das für ihre Mitarbeiter abliefern. Seit ich mich nämlich mit griechischen Verhältnissen auseinandersetzen habe müssen, ja, oder mit italienischen Verhältnissen ein bisschen besser vertraut bin, weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist. Unsere Administration, unsere Steueradministration ist eine der effizientesten in der ganzen Welt. Wir sind da ein Paradoxon, weil die Universitätsprofessoren erklären uns, niedrige Steuern, hohe Steuermoral, hohe Steuern, niedrige Steuermoral. Und in Österreich gilt, hohe Steuern, hohe Steuermoral. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir sehr effizient hinter jenen her sind, die diesem System auskommen wollen. Da habe ich natürlich als ehemalige Innenministerin gewisses Know-how mitgebracht, wie man da hinterher ist. Wir haben eine eigene Strategieabteilung im Hinblick auf Betrugslogistik. Das ist etwas, was wir strategisch angehen. Wo ist die Logistik der Steuerbetrüger? Und dort setzen wir an. Ich habe eigene die Finanzpolizei aufgerüstet und Sonderkommissionen eingerichtet. Beispielsweise Schwarzarbeit bekämpfen wir nicht mehr, indem wir zu Dienstzeiten des Finanzamtes vorne auf der Baustelle hinkommen, ja, sondern wir kooperieren mit der Polizei, da ist das ganze Gelände abgesperrt und wenn wir vorn freundlich uns anmelden, dann pflückt uns die Polizei jene, die hinten auszutischen wollten. Ja? Wir arbeiten diesbezüglich mit dem Innenministerium zusammen, mit den Magistraten zusammen im Hinblick auf die Baubewilligungen, mit den Bezirkshauptmannschaften im Hinblick auf die illegalen Automaten. Wir arbeiten im Hinblick auf die Technologie zusammen, beispielsweise wenn es Registrierkassen gibt, die Unternehmen vor Zugriffe der Mitarbeiter schützen, aber das, was da in der Registrierkasse boniert wurde, nicht bei mir beim Finanzamt landet. Auch da kann man sich anschauen, wie so Registrierkassen funktionieren. Das heißt, das Gespür hat sich intensiviert für jene, die Steuerbetrüger sind, hinterziehen wollen oder die organisiert Steuerbetrug betreiben, weil hinter jeder organisierten Kriminalität, die die Innenministerin bekämpft, ist immer auch ein Steuervergehen. Und es geht nicht nur um den letzten Cent von der Steuernummer, die wir schon kennen, es geht auch darum, die in Steuernummern zu bringen, die glauben, keine zu brauchen. Im Hinblick auf unseren Wohlfahrtsstaat, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir Umverteilungsweltmeister. Das ist nämlich eine OECD-Statistik und die Umverteilung können sich ja nur industriereiche Länder leisten. Ein Entwicklungsland brauche ich da nicht hinstellen, wie viel die umverteilen können. Das heißt, wir verteilen am allermeisten um von jenen, die Steuer zahlen, zu jenen, die empfangen. Das ist etwas, was die Politik ganz selten öffentlich sagt und was auch ganz selten in den Medien geschrieben wird, weil ja Medien da sind. Ich bekenne mich dazu, das sichert unseren sozialen Frieden, das sichert den Wohlstand und das ist
traditionell in Österreich so gewachsen. Aber wir müssen schon aufpassen, wer denn diese Last der Umverteilung zahlt. Und da laden wir die Last auf einer gewissen Gruppe ab, und das ist der Mittelstand. Im Hinblick auf die Einkommen ab einer gewissen Größenordnung heißt es bei uns sofort reflexartig, na, aber der braucht es nicht. Und da denken wir schon an Einkommen von 2200 Euro pro Monat, 2500 Euro pro Monat. Die fallen dann aus den Transfers heraus, die kriegen keine ORF-Rückvergütung, keine Rezeptgebührbefreiung, keine Stipendien für die Kinder, haben aber nicht wirklich an Reichtum. Aber unser System ist so, dass wir immer nach unten schaufeln und eigentlich die in der Mitte zahlen lassen. Und da müssen wir uns schon anschauen, wie schwer dieser Rucksack inzwischen geworden ist von den mittleren Einkommen. Dass die Reicheren Beiträge leisten müssen, dazu bekenne ich mich. Der mehr leisten kann, soll auch mehr leisten. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reichen sollen zahlen, kennen Sie ja dieses Schlagwort am Stammtisch? Dann kann ich Ihnen sagen, die zahlen schon, und zwar ziemlich deftig. Ich bekomme von 10% der Bestverdiener 50% des Lohnsteueraufkommens. Jetzt stellt euch vor, was passiert, wenn wir nur ein paar Prozental vertreiben. Okay? Ist nicht klug, wenn man Debatten führt, dass da Ängstlichkeiten entstehen im Hinblick auf Grauslichkeiten, die bevorstehen. Daher, ich will die guten Steuerzahler im Land belassen und nicht vertreiben. Dieses System führt zu einem makroökonomischen Negativeffekt. Ich habe einen Universitätsprofessor aus St. Gallen angeworben, in Österreich ein Institut zu übernehmen, und habe ihm dasselbe bezahlt, wie er in St. Gallen bekommt. Brutto. Und dann hat er nur mehr ein Drittel im Geldbörsel gehabt. Das heißt, die Besteuerung, die wir mit Qualifizierten vornehmen, ist eine Negativauslese. Es gibt Großkonzerne, da wollen dann die Mitarbeiter nicht in Wien oder nicht in Österreich, wegen der Besteuerung. Auch das muss uns bewusst sein. Diese Maßnahme zieht Unqualifizierte an. Und unsere Zuwanderung ist geprägt durch Unqualifizierte, weil unsere Transfernetze so dicht sind und so lukrativ sind, dass in der Zuwanderung eben eher die unteren sozialen Schichten kommen. Während dieses System verhindert die Zuwanderung von Qualifizierten. Und auch das muss man makroökonomisch im Auge behalten. Weil wenn ein Manager, ein Qualifizierter im Nachbarland wesentlich mehr im Geldbörsel hat als bei uns, wird er es überlegen. Und Qualifizierte sind mobil. Und für Qualifizierte gibt es überall gute Angebote. Gott sei Dank haben wir aber neben unserem Steuersystem auch noch anderes zu bieten, wie dass wir ein wunderschönes Land sind, ein Kulturland sind, Wien die sicherste Stadt der Welt ist, die lebenswerteste Stadt. Gott sei Dank sind das auch Faktoren, die die Headquarters zu uns bringen und damit auch die Mitarbeiter. Spitzensteuersatz, das heißt, der Spitzensteuersatz, 50% bei uns, beispielsweise in Deutschland 45%, und an den Zahlen am Rand können Sie erkennen, ab wann, nämlich in Deutschland ab 250.000, aber nur 45%, während bei uns geht schon los ab 60.000. Das heißt,
Hier haben Sie den Wettbewerb im Steuersystem und unser Spitzensteuersatz ist nicht gut aufgestellt im Wettbewerb. Noch grausiger sind wir unterwegs beim Eingangssteuersatz. Das heißt, der 36-prozentige Eingangssteuersatz bei uns beginnt bei 11.000 und Sie sehen, rund um uns sind die niedrigeren Einkommen, also da, wo es losgeht mit der Steuer, anders besteuert wie bei uns. Wir haben zwar 2.700.000 Menschen, die Einkommen beziehen, mit keiner Steuer, aber dann, wenn es losgeht mit der Steuer, ist der Eingangssteuersatz ausgesprochen deftig. Es ist unter Experten Konsens, dass sowohl der Spitzensteuersatz als auch der Eingangssteuersatz reformbedürftig sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist richtig, dass wir die niedrigen Einkommen nicht besteuern. Auch dazu bekenne ich mich. Aber keine Steuern zahlen auch mittlere Einkommen, wenn sie mehrere der 560 Ausnahmen in unserem Steuersystem, diese Schlupflöcher alle finden, dann haben sie gute Einkommen und zahlen trotzdem keine Steuer. Das heißt, es ist auch nicht sozial ausgewogen, das System. Es gibt eben Gruppierungen, die haben sie da Dinge hinein reklamiert und da findet sich jede Zunft. Jede Zunft hat ihr Privileg im Einkommensteuer- und Lohnsteuersystem. Darum haben wir ja 560 Ausnahmen. Ja? Das heißt, auch dieser Wildwuchs ist reformbedürftig. Ich bekenne mich bei den Unternehmenssteuern zum Steuerwettbewerb. Ich halte überhaupt nichts von der Harmonisierung der Körperschaftssteuer. Ja, Harmonisierung der Körperschaftssteuer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe schon einmal eine Harmonisierung der Sparbuchsteuern erlebt in Europa. Na, wo sind wir denn gelandet? Bei 35%. Österreich hat sich dann zwar eine Ausnahme herausverhandelt, weil wir haben schon 25% gehabt. Und jetzt bei der Körperschaftssteuer haben wir mit 25% genau die Mitte in der EU. Alle Länder im Osten sind viel niedriger, alle Länder im Westen sind höher. Und die Starken, die harmonisieren wollen und das betreiben, Deutschland, Frankreich, Italien, ja, da weiß ich schon, wo der Zug hingeht. Na sicher nicht aber, sondern auf. Und das möchte ich nicht. Das Zweite ist, wir kennen die Gruppenbesteuerung. Die Gruppenbesteuerung ist ein Standortvorteil der Sonderklasse. 1.400.000 Menschen arbeiten in gruppenbesteuerten Betrieben. 14.000 Betriebe sind gruppenbesteuert. Wer also die Gruppenbesteuerung zerschlagen will, und da gibt es welche, die das wollen, der macht einen Angriff auf die Arbeitsplätze, auf den Standort, auf die Betriebe, die sich hier bei uns mit dieser Besteuerung eine Basis geschaffen haben. Und daher Finger weg von der Gruppenbesteuerung. Der Wettbewerb in diesem Zusammenhang ist nämlich stark. Weil wenn da Steuersätze für Unternehmen von 15% rund um uns sind, 19%, dann ist das auch ein Asset, das man sich anschauen muss bei der Standortentscheidung. Und da dürfen wir nicht schlechter werden. Im Übrigen, wenn mir ein Landeshauptmann, er gehört eh zu meiner Gesinnungsgemeinschaft, ausrichtet, er würde sich wünschen, die Verlängerung bei der Körperschaftssteuer, weil dann würde er einen Zuschlag einheben, kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Frage. Diese Verlängerung der Unternehmensbesteuerung ist nicht volkswirtschaftlich klug. Erstens einmal, es würde sofort eine Steuererhöhungswelle der Sonderklasse eintreten, weil eben man glaubt, dort Geld lukrieren zu können. Und andererseits den Standort schwächen. Und drittens, Unternehmungen, die in mehreren Bundesländern tätig sind,
vor eine mega bürokratische Herausforderung stellen. Und daher solche krausen Ideen kommen dann immer wieder unter mein Atomium und in den Papierkorb. Wenn sie wachstumshemmend sind, wenn sie die Investitionsneigung hemmen, wenn sie in Wirklichkeit die Arbeitsplätze gefährden. Dass wir keine Vermögensteuer auf Substanz haben, halte ich für makroökonomisch zwingend geboten. Zwei kluge Sozialdemokraten, nämlich Franitzky und Lazina, haben das in den 90er Jahren abgeschafft, die Vermögensteuer auf Betriebsvermögenssubstanz. Ich würde mir wünschen, wenn diese klugen Sozialdemokraten den jetzigen Sozialdemokraten noch Hilfe erteilen würden, dass nämlich eine Substanzbesteuerung auf die Substanz der Betriebe, auf das Anlagevermögen, auf die Investitionen, die Betriebe tätigen, damit sie die Arbeitsplätze schaffen. Wenn du da sofort hinklangst, beispielsweise der Hochofen des Direktor Eder in der Föst, ein Millionenvermögen. Na, stellt euch vor, wie vorgeschlagen, 5% jährlich, dann habe ich ihm den Hochofen in 20 Jahren enteignet. Und ich möchte nicht riskieren, dass wir in Österreich keine Investitionen mehr haben, weil auf Betriebsvermögen, auf betriebliches Anlagevermögen, auf Investitionen eine Art Investitionssteuer draufgeknallt wird, unter dem Mäntelchen Vermögensteuer. Keine Erbschaftssteuer, das hat uns viele Firmensitze gebracht. Das war eine gezielte Standortpolitik, ich halte das für gut, soll man nicht abschaffen. Erbschaftssteuer bringt im Gesamtvolumen negative Effekte. Beispielsweise hindert es den Betriebsübergang. Die alte Erbschaftssteuer war eine reine Betriebsübergangssteuer, 89% kam aus Betriebsübergängen. Die Deutschen haben ein Megaproblem in dieser Causa. Sie nehmen zwar die Betriebsübergänge heraus, haben aber dann ein großes Bewertungsproblem etc. Der Tod als Zufallsereignis ist auch keine gute Bemessungsgrundlage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da hat also der Gewerkschaft und der Parteitag der SPÖ hat gesagt, ab 150.000. Da haben wir einen richtigen Limbo gehabt, habe ich im Internet gefunden, diesen Saga. Ja? Das ist zuerst einmal losgegangen, über 1 Million. Und dann haben sie gesagt, nein, über 750.000. Dann waren es 300.000. Der letzte Beschluss war 150.000. Da ist jeder Häselbauer drin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei 150.000. Das heißt, wenn also jetzt einer sich ein Haus gebaut hat und dann hat er vielleicht nur irgendwo einen Schreibergarten, auch mit einem kleinen Häusl, und das will er dann und er vererbt es. Und dann ist die Erbschaftssteuer fällig. Das ist aber nicht vermietet, hast keine Erträge. Also, was tut die Family? Sie plündert die Sparbücher, damit sie die Erbschaftssteuer zahlen können. Okay, dann ist das Erbe abgehandelt und dann gehört es dem Junior und seiner Familie. Und nach 3 Monaten hat der Junior einen Autounfall und ist tot. Und für dasselbe Haus und für denselben Schrebergarten fällt dieselbe Erbschaftssteuer im selben Jahr nur einmal an. Wo nimmt jetzt die Familie das wieder her, das Geld? Sie hat ja gerade das Sparbuch plündert. Seid ehrlich, Tod als Zufallsereignis ist keine gute Bemessungsgrundlage. Lassen Sie sich nicht von dieser Neiddebatte blenden. Es ist nicht klug, Erbschaftssteuer einzuführen. Zweites Argument, warum ich gegen eine Erbschaftssteuer bin. Zwei Brüder, selbe Startposition, verdienen in etwa gleich viel. Der eine verlebt es, fährt nach Thailand und nach Jamaika und lebt halt einfach gut. Ja? Der andere rackert und baut sich ein Haus. Und steckt alles, samt Familie und Eigenleistung und verzichtet auf Urlaub und, und. Woher nimmt
der, der verlebt, die moralische, den moralischen Anspruch, beim Tod des anderen zu sagen, so, Erbschaftssteuer her. Woher? Der eine, der sich was schafft, sollte dann brennen und der andere, der sich nichts schafft, brennt nichts. Daher, meine lieben Freunde, ich halte das für nicht gut. So, das heißt natürlich, ja, die großen Vermögen. Ja, wo liegen die? Die ganz, die großen Vermögen. Erstens in den Pensionskassen. Ja, soll man da eine Vermögensteuer drauf tun? Und eine Erbschaftssteuer? Im Hinblick auf vielleicht angesparte Lebensversicherungen? Seid ehrlich, das kann doch niemand wollen. Ich bin überzeugt, nicht einmal die Sozialdemokratie. Okay, die Pensionsbetriebsvermögen geht nicht, weil es nicht klug ist. Die Pensionskassen geht nicht, weil es nicht klug ist. Die Lebensversicherungen gängen nicht, weil es nicht klug ist. Wo noch? Natürlich, da in der Bank, auf die Konten. Nur, die sind schon besteuert. Da haben wir schon eine Sparbuchsteuer, da haben wir schon ein Wertpapierkäst. Und Gott sei Dank, in den 90er Jahren haben sie das in die Verfassung eingeschrieben, dass damit Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Einkommensteuer abgegolten ist. Das ist abgegolten. Die kann man nicht mehr jetzt nur mehr heranziehen. So, wo nun? Wo liegen die Vermögen nun? Die wir vielleicht nur erwischen konnten. Ja, bei der Kirche, gebe ich zu. Ja, bei der ÖBB, ja, gebe ich zu. Wollen wir das? Alle Erträge sind bereits besteuert. Aus Sparbüchern, aus Wertpapieren, aus Immobilienvermögen, aus Grund und Boden und beim Betriebsvermögen mit der Körperschaftssteuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo noch? Na, wo noch? Bei euch daheim, meine Lieben, erinnert euch an die alte Vermögensteuer. Die hat begonnen mit Gold und Silber, Edelmetalle, Antiquitäten, Fernseher, HiFi-Anlagen, Boote, Motorräder, Flugzeuge, Teppiche, was halt so an Vermögen gibt, Schmuck. Das war ein Megawust. Ich habe das nur studiert. Das war dick wie die Kronenzeitung, so eine Vermögensteuererklärung. Und in Wirklichkeit, ja, es ist ein unheimlicher bewertungsbürokratischer Wust gewesen, weil, wie bewerte ich jetzt den Teppich, der bei euch daheim liegt? Antritt ist er schon ein bisschen, aber da ganz schön. Oder das Bild an der Wand. Ist das Mirage oder doch eine Kunst? Jetzt seid ehrlich, das Vermögen in den privaten Haushalten, wer darauf schielt, schielt auf eine Schnüffelsteuer. Ich müsste 10.000 Beamte ausschicken, um nachzukontrollieren, was bei euch in die Haushalte drinnen ist. Ja? Und da schaut man überall rein. Weil als ehemalige Innenministerin weiß ich, wo Frauen ihren Schmuck aufbewahren. Ja? Das heißt, so eine Schnüffelsteuer nicht mit mir. Bezüglich der Grundsteuer, da haben wir jetzt relativ deftig was gemacht, nämlich die Immobilienerträge haben wir da besteuert. Das heißt, wenn man bei Immobilienverkauf Erträge lukriert, dann ist das auch bereits besteuert. Es gibt also gute Argumente, wirklich gute Argumente, warum dieses Gefasel von der Vermögensteuer und die Reichensohnbrenner eigentlich den Menschen Sand in die Augen streuen. Wenn man dann weiß, ob 150.000 wünschen sie es, und wenn man dann auch noch weiß, dass die Erträge aus diesen Vermögen bereits alle besteuert sind. Wir haben aber sehr wohl Handlungsbedarf dort, wo wir noch nicht günstig unterwegs sind. Die Familienleistungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Transferbereich, also Familienbeihilfe, Karenzgeld etc., da sind wir gut. Da gehören wir zu den Besten.
Wir sind auch nicht so schlecht aufgestellt bei den Einrichtungen, bei der Infrastruktur. Schule ist bei uns beispielsweise gratis. Kindergarten inzwischen österreichweit gratis. Das heißt, hier bieten wir den Familien großzügig an. Aber wir sind unterentwickelt im steuerlichen Bereich. Andere Länder, mit denen wir uns gern vergleichen, also klein neben uns Deutschland, die kennen auch Transfers, die bieten auch Infrastruktur an, aber dann eben auch noch eine steuerliche Erleichterung. Und ich sage Ihnen eins, 560 Privilegien in unserem Steuersystem, da sind uns viele was wert. Die Kirche, die Feuerwehren, der Bau, die Auslandsbeschäftigten, die Diplomaten, die Handelsvertreter, die Journalisten, alle sind uns da was wert. Nur die Kinder nicht. Die Kinder kommen bei uns im Steuersystem so nicht wirklich vor. Es hat einer beim selben Einkommen mit Kinder denselben Steuersatz wie der ohne Kinder. Obwohl der mit den Kindern gravierende Wohlstandsverluste hinnehmen muss, weil der kann halt dann nicht mehr so viel auf Urlaub fahren. Der muss verzichten, weil er ja für die Kinder auch sorgen muss. Und das bilden wir im Steuersystem nicht ab. Und das ist eine soziale Ungerechtigkeit. Das gehört geändert. Das ist im eigentlichen Sinne das Hauptproblem, das wir mit in unserem Steuersystem haben. Und ich habe ja vorgeschlagen, 3.500 Euro Freibetrag pro Elternteil pro Kind. Im Allgemeinen hat ein Kind zwei Eltern. Im Allgemeinen wird vielleicht auch dazu führen, dass wir nicht so viele Mütter haben, die den Vater nicht angeben, wenn sie das rechnet. Das heißt, Mutter 3.500, Vater 3.500 sind 7.000 pro Kind Freibetrag. Deutschland hat auch 7.000 pro Kind. Die kennen das System. Und die Franzosen haben auch eine großzügige Steuererleichterung. Die steigt dann nur dazu mit mehr Kindern. Das heißt, das würde ich mir wünschen, dass wir in der nächsten Periode umsetzen. Derzeit haben wir nämlich folgendes System. Ein relativ niedriges Einkommen von 950 zahlt keine Steuern, bekommt aber Transferleistungen, dass im Geldbörsel 2.325 netto überbleiben. Weil über die ganz verschiedenen Förderungen, die man da lukrieren kann. Ja? So, der doppelt so viel verdient, also doppelt so viel, dem bleiben gerade einmal ein bisschen mehr wie 200 netto mehr. Und derjenige, der dann nur einmal das Doppelte verdient, der die Steuern zahlt, kriegt keine Transferleistungen in der Dimension mehr und hat aber im Verhältnis zu dem, der 2.325 im Geldbörsel hat, zu dem, der dann netto nur 3.000 im Geldbörsel hat, das ist ein ungerechtes System. Das ist ein ungerechtes System. Das heißt, die Wohlstandsverluste, je mehr man aufbekommt, sind gravierend. Und daher muss man endlich, endlich an die denken, die den Rucksack in diesem System tragen. Weil denen haben wir schon viel Steine eingebockt. Und jede Transfer nach unten und jede Leistung nach unten. Und wenn wir alles nach unten schaufeln, belastet das den Mittelstand. Und die möchte ich entlasten. Ich möchte den unteren nichts wegnehmen. Ich bekenne mich dazu, dass wir bis zum Medianeinkommen aufrüsten, dass auch die, die ganz im niedrigen Segment sind, ein lebenswertes Leben haben können. Aber es ist an der Zeit, endlich auch an die zu denken, die das ganze System tragen. Die werden nämlich bei uns reflexartig alle vergessen. Und ich bin da nicht eine, die die Reichen schützt. Da bin ich eine, die eigentlich den Mittelstand schützt.
die die schützt, die in der Früh aufstehen, 40 Stunden in der Woche in die Arbeit gehen. Und die möchten, dass ihnen am Ende des Monats ein bisschen was überbleibt. Für die kämpfe ich da. Weil, dass ich mich zum hohen Steuersatz bekannt habe, habe ich ja eh schon gesagt. Und es ist dringend an der Zeit, dass wir hier den Familien eine Entlastung bringen. Unser System derzeit ist anders aufgestellt. Wir bauen 98% auf Transferleistungen, nicht auf steuerliche Entlastung. Transfer, also Geld um den Schirm. Transfers müssen wir aber in der EU und im EWR allen zugutekommen lassen. Wir schaufeln daher 113 Millionen dieser Transfers ins Ausland. Die Kinder leben nämlich gar nicht da bei uns. Bei einer steuerlichen Leistung würde das hier bleiben, weil der ja hier versteuert und hier sein Einkommen bezieht. Daher keine neue Transferleistung, sondern endlich die entlasten, die diese Steuern zahlen. So schaut das Modell aus. Vater und Mutter gleichermaßen, spielt keine Rolle, ob der Vater im Haushalt lebt oder nicht. Also es würde auch auf den Unterhalt sich niederschlagen. Das wird dann zu mehr Unterhalt für die Alleinerziehenden führen, weil natürlich die Richter den Unterhalt nach dem verfügbaren Einkommen bemessen und wenn er einen Freibetrag hat, hat er eben mehr verfügbar. So, Kinderunterhalt wird steuerlich entlastet, die Eltern, es erhebt die Frauenerwerbsquote, die arbeitende Bevölkerung, die das System trägt, wird dadurch mehr Wohlstand bei den Familien mit Kindern erhalten und es vermindert insgesamt die Steuerquote. Und jetzt war ich gerade bei den Benefizien, die wir uns aber derzeit noch nicht leisten können, weil wir ja noch mitten im krisengeschüttelten Krisenmanagement, im krisengeschüttelten Europa sind. Und der Dr. Schuster hat es ja erwähnt, wir haben ja nicht die Krise, sondern wir haben verschiedene Phänomene. Von der Bankenkrise haben wir in Österreich noch, sage ich jetzt einmal, Nachwehen. Und Ihnen gehören ja 2, 3 Banken, nämlich die Kommunal und die Kommunalfinanz und die Hypo. Und die Kommission drängt uns, dass wir diese Banken vom Staatseigentum abschichten. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wäre eine Bank? Ich habe welche zum Verkaufen. Ja? Es ist ein Dilemma, dass derzeit niemand eine Bank kaufen will. Ja? Tun wir uns halt schwer, dass steuerschonend zu bewerkstelligen. Es haben nämlich alle Länder Staatsbanken und alle müssen Banken verkaufen. Das heißt, es gibt viele Banken am Markt, aber keine Käufer. Das ist sozusagen das Aktuelle, was wir handeln müssen. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir behutsam vorgehen müssen, dass wir budgetschonend vorgehen müssen, dass wir schauen müssen, dass wir nicht den Staatshaushalt durch falsche Entscheidungen gefährden und das alles müssen wir mit der Europäischen Union verhandeln. Die Schuldenkrise ist ja in den Ländern, Sie haben das mitbekommen, auch durch die Schaffung neuer Instrumente bewerkstelligt worden. Also als Griechenland pleite ging, haben wir ja außer der EZB gar nichts gehabt. Das heißt, und die EZB war nur eine monetäre Steuerungsinstitution und hat nicht Fiskalpolitik irgendwie steuern können. Daher haben wir den ESM gründen müssen, den EFSF etc. Da sind wir jetzt besser aufgestellt. Da haben wir jetzt auf europäischer Ebene die Institutionen. Gleichzeitig haben wir dann neue Regularien geschaffen. Wir haben immer zuerst geholfen, dann haben wir reformiert, dann haben wir kontrolliert, denkt an die Stresstests bei den Banken, und wenn es nicht passt hat, haben wir sanktioniert. Das heißt, wir sind nach wie vor mitten in diesem Krisenmanagement drinnen, obwohl natürlich jetzt besser institutionell aufgestellt. Wachstum, habe ich schon erwähnt, hat große Bedeutung bekommen, weil nur mit Wachstum können wir uns aus dieser Krise herausbewegen.
Und da haben einige Länder falsche Politik gemacht und dadurch sind sie in die Rezession geschlittert. Eine politische Krise, denken Sie dran, Griechenland hat 2 Wahlen gebraucht, Italien hat einen über 90-Jährigen reaktivieren müssen, damit sie überhaupt eine Regierung zusammengebracht haben. Es werden die stabilen Mitte-Regierungen reihenweise abgewählt und die extremen Ränder, sowohl links als auch rechts, erstarken wieder. Daher muss man das ganz genau beobachten und sorgsam sein, wenn man Verantwortung trägt. Und man muss den Menschen erklären, was man tut und warum man es tut und was man für richtig hält und muss dafür kämpfen, dass man das Richtige vorantreibt. Und daher ein Dankeschön, dass ich heute da so lange reden darf. So, Casa Prima, auch sehr viel Wirres unlängst in der Luft gewesen. Da ist verwechselt worden, das Bankgeheimnis mit der Anonymität. Da hat nicht wirklich wer gewusst, was der automatische Informationsaustausch ist im Hinblick zum OECD-Verfahren, Datenaustausch auf Anfrage. Da gibt es das Amtshilfegesetz, das ab 1.1. gilt, das System der Quellensteuer, Kapitalertragssteuer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Bankgeheimnis steht bei uns im Verfassungsrang. Es ist mit 2/3 beschlossen. Ich kenne derzeit keine 2/3-Mehrheit im Parlament, die das aufheben würde. Unser Bankgeheimnis ist aber kein absolutes, sondern ganz im Gegenteil. Das hat ja der Verfassungsrichter Holzinger, der Herr Präsident, gesagt. Es gibt in Österreich keine Bestimmungen, die einen Verbrecher oder Steuerbetrüger oder Geldwäscher schützt. Ganz im Gegenteil, wir haben eine Fülle von Bestimmungen, die dazu führen, dass das Bankgeheimnis geöffnet wird. Geöffnet auf richterlichen Beschluss oder Datenübertragung im Hinblick auf das Amtshilfeabkommen beziehungsweise die Geldwäsche-Meldestelle beim Innenministerium. Daher, unser Bankgeheimnis schützt die Gangster nicht. Und als Hochsteuerland mit einer Quellensteuer, wo wir das gleich automatisch abziehen, sind wir auch kein Steuerparadies. Wir rangieren daher auch im Ranking gar nicht vorne. Da sind Deutschland vor uns, Liechtenstein, Schweiz etc. Und dann natürlich die Kanalinseln, Gibraltar, San Marino, Andorra und dann geht es weiter, Virgin Islands, Cayman Islands, Aruba und so weiter und so fort. Aber auch in den USA, Nevada, Wyoming. Die haben alle anonyme Strukturen, wo du gar nicht erfährst, wer da dahinter steht. Und das System automatischer Informationsaustausch heißt, dass die Bankdaten automatisch per Knopfdruck angeliefert werden. Derzeit im alten Abkommen nur die Zinserträge. Deutschland will aber bereits die Kontobewegungen haben. Nur damit man weiß, wo der Zug hingeht. Und da sage ich euch, wehret den Anfängen. Kontobewegungen können ein Persönlichkeitsprofil darstellen, wo ich mich fürchte, wenn Versicherungen, Banken etc. das haben. Und welche Behörden da eingreifen dürfen. In Deutschland greifen die Behörden zu und sie haben so was Ähnliches wie bei uns der Ekis-Skandal einmal war. Erinnert ihr euch, wo die Polizisten in den Ermittlungsdaten geschnüffelt haben? War ein Megaskandal, hat einigen der Kopf gekostet. So was Ähnliches haben derzeit die Deutschen, weil 2/3 der Beamten ungerechtfertigt in den Kontodaten geschnüffelt haben. So, geb schon zu, das waren überwiegend die Sozialämter im Hinblick auf Hartz IV und so weiter. Das heißt, die Privatsphäre wird an Kontenbewegungen im Detail abgebildet. Und es geht die Behörden nichts an, auch die Steuerbehörde nicht,
welche Bücher, dass ich mir bei Amazon bestelle, welche Schallplatten ich mir, CDs, DVDs ich mir kaufe. Es geht sie auch nichts an, welchen Wein ich bestelle und ob ich unter Umständen meinen Psychiater per Internet zahl habe. Seid ehrlich, wenn dann Gesundheitskosten, die da privat bezahlt überwiesen werden, auch erschnüffelt werden können, dann geht das zu weit. Es ist menschenrechtswidrig, MRK-widrig, nämlich das Schnüffeln in Bankbewegungen hat seine Grenze dort, wo die Privatsphäre verletzt wird. Und darum war es mir sehr recht gewesen, wenn in dem, was ich derzeit in Brüssel verhandeln muss, der EuGH drin gestanden wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass unter diesem neuen Abkommen der Europäische Gerichtshof Gerichtsstand wird. Erstens ist bürokratisch einfacher, weil das ist ein transparentes System, ein Verfahren, mit dem die Anwälte bei uns umgehen können. Okay, hat der Herr Bundeskanzler herausreklamiert. Jetzt verhandeln wir heute am Gerichtsstand Andorra, San Marino, Monte Carlo. Satz ehrlich, nicht gerechtfertigt gewesen, wenn man sachlich diskutiert hätte. Aber da hat es, wie bin ich genannt vom Chefredakteur, weil ich gesagt habe, hypotrophe Reaktion. Ja? Jedenfalls sprachkreativ. Jedenfalls, wir verhandeln jetzt mit diesen Ländern und wir wollen, dass hier in etwa eine Wettbewerbsgleichheit hergestellt wird. Nur als Beispiel, wenn ich also von Liechtenstein dann nur mehr Daten kriege, aber nicht weiß, wer hinter diesen Daten steht, also wenn Liechtenstein mir dann anstatt der Steuer, ja, Quellensteuer, liefert mir dann Liechtenstein an, ja, die Stiftung Sonnenschein hat bei uns 3 Millionen und die Traster Mondschein hat 2 Millionen und die Privatstiftung Sternenhimmel hat 1 Million. Na, was fange ich dann damit an? Seid ehrlich, wenn ich nicht weiß, wer hinter diesen anonymen Strukturen steckt, dann nutzt man der ganze automatische Datenaustausch einen Hugo. Das heißt, ich habe daher auch gefordert, wir brauchen unbedingt ein Trustregister oder es muss die Kommission verhandeln mit diesen Ländern, dass zumindest die Behörden dort wissen, wer dahinter steht, damit sie uns die Eigentümerschaften dann bekannt geben kann. Weil sonst nutzt man den automatischen Datenaustausch nicht. Das haben wir hineinreklamiert bei Zypern. Ist uns gelungen, war eine österreichische Idee. Zypern muss jetzt ein Trustregister machen und muss die anonymen Strukturen in einem Trustregister offenlegen. Und ich habe dann in Dublin gesagt, was für die kleine Insel gilt, muss auch für die große Insel gelten. Weil die nach britischem Recht, Guernsey Islands, die ganzen Kanalinseln, aber Gibraltar genauso, Cayman Islands, Virgin Islands, britisches Recht, die kennen diese anonymen Konstruktionen. Und dann hilft mir der automatische Datenaustausch überhaupt nichts. Okay, der Kanzler hat sich dann ohnehin bereit erklärt, dass meine 3 Punkte, nämlich es muss der OECD-Standard eingehalten werden, also zumindest Daten auf Anfrage. Zweitens, dass wir die Eigentümerschaften kennen müssen, nämlich dass wir Trustregister oder Ähnliches heimbringen müssen. Und drittens, dass wir natürlich nicht verzichten wollen auf unsere beiden Abkommen Schweiz und Liechtenstein. Was ist unanständig, wenn etwas, was gut funktioniert, beibehalten soll, werden soll und nicht gegen etwas, was derzeit noch nicht funktioniert, ausgetauscht werden soll? Ich kämpfe dafür in Brüssel und ich bin eine Kämpfernatur und ich kann mich artikulieren in Brüssel und Positionen durchsetzen.
Und ich bin zuversichtlich, dass uns da auch etwas gelingt. Herzliches Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren.